Oh. Oh. Oh, lecker. Oh, lecker. Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Let's Play Create Above and Beyond. Und jetzt mit einer hoffentlich letzten... Wait a second. Einen Moment mal. Was machst du hier draußen, Kollege? Wie bist du jetzt da rausgekommen? Hm. Aufeinander gehüpft oder was? Keine Ahnung. Okay. Der weiß auch manchmal, wohin damit, wa? Ja, funktioniert. Dude? Dann nicht, der kommt nicht drauf klar, weil da zwei Kisten sind. Okay. Okay. Okay, wow. Okay, die kommen also beide nicht mit derselben Kiste klar. Ich verstehe. Okay, okay. Wir müssen also den beiden verschiedene Kisten geben, sonst kommen die nicht klar drauf. Okay. Okay. Okay, okay. Dann habe ich jetzt einen Plan. Barrel. Ich habe keine vernünftige Rune mehr, keine Runenbarrel mehr. Kein Problem, wir haben ja noch ein paar Runen da, um daraus weitere Barrels zu machen. Dann machen wir da zwei Barrels und machen das Kopfende komplett oben halt eben zu. So, dann einmal da. Nein. So. Achso, da sind sie. Da wären die Arcane-Barrels gewesen. So, dann reißen wir jetzt den hier raus, neben der Tür. So. Dann die Ebony Fences komplett obendrauf. Und dann den jetzt da drauf. Natürlich verkehrt rum. Versteht sich. Wo kommt denn hier? Okay, die könnten eventuell da durchhüpfen, ne? Da durchschlüpfen dann. Machen wir die Lampen auch mal ein Stück höher. Einfach, upsala, Entschuldigung, mein Fehler. So. Moment. Also mal dann, jetzt den hier drauf. Zack. So. Dann sind wir da safe. Oben drauf jetzt die Lampen.
Zack. Da ist er wieder. Moin. Die blaue Bombe hat er. Was soll man die blaue Bombe macht? Keine Ahnung. Die Blue Bomb. Kann man die herstellen? Kann man nicht. Okay. Ich habe nur dummerweise weder die Bombe noch die Dings. Ich habe auch keine Emeralds da, um das zu kaufen gerade aktuell. Keine Ahnung, was die blaue Bombe tut. Geh mal. Geh mal, geh mal. So. Dann, mein Freund, bekommst du jetzt spontan deine eigene Kiste. Und du, mein Freund, bekommst jetzt die Kiste. Und die andere Kiste verschwindet einfach. Like so. Jetzt sind sie beide, jawohl. Jetzt sind sie beide in der Lage zu arbeiten. Und es sieht sogar noch schick aus. Kommen beide nicht über den Zaun. Wenn sie beide nicht abhauen. Und ich habe hier hinten übrigens, wo ich schon mal dabei war, habe ich gleichzeitig dafür gesorgt, dass ich bald in Ruhe eine ganze Menge Dicks essen kann. Eine ganze Menge Egg Fried Rice. Ich habe hier nämlich mal einen kleinen Hühnerstall gebaut. Wo dann hier die Eier ankommen. Und ich halt eben auch dann noch neue Hühner züchten kann. Mit Glück. Also es dauert jetzt ein bisschen, aber ne? Ja, passt schon. Ja, ein paar Hühnchen züchten hier drin und dann haben wir das. Auch weit genug weg von dem Haus, dass es halt eben nicht zu sehr auf den Sack geht. Die können hier pflanzen, wir haben unser Feld. Das sieht gar nicht so scheiße aus. Und damit sind wir hier durch. Jetzt können wir uns mal hinten um unsere Geschichte kümmern. Denn da gab es ja noch einiges. Ich habe euch nochmal ganz kurz ein bisschen was an Granit angeschmissen. Das ist nicht das Granit, sondern hier drüben wahrscheinlich. Ja, nee, das Gabbro. Hier, zack. Denn ich möchte gerne ein wenig mein Feld hinten, meine Welt hinten schöner machen. Und dazu brauchen wir hier erstmal die Paved Granit. Zack. Um darum zum Beispiel bei unserer Baumfarm noch ein bisschen die Steine rumzulegen. Ich habe mal wieder das Barrel entfernt hier, weil mir die Algenblöcke Blicks wieder um die Ohren geflogen sind. Die sind wieder voll, weil hier wieder alles voll ist und da ist wieder alles voll. Dementsprechend brauchen wir das mal nicht. So, hups. Noch mehr Paved Granit. Hier ringsrum. Und dann kommen wir jetzt zum eigentlichen zur Hauptattraktion hier, nämlich den gesamten Fußboden ersetzen durch Paved Granit. Durch die Andesit Casings. So, wie sieht es mit dem Licht aus? Nicht so gut. Machen wir gerade ein paar neue Torches hin und lassen das ein bisschen schick sein dann. So, okay. Das sollte passen. Und da wächst sowieso nichts. So, wir brauchen jetzt eine ganze Menge von den Andesit-Casings. Die Dinger. Und zwar eine ganze Menge. Aber das Gute ist, die sind nicht teuer. Nicht mehr. Denn wir brauchen nur noch den Spaß hier. Und wir haben Holz in rohen Mengen. Also so in bisschen was. Und wir haben auch Andesit-Alloys. In relativ großen Stückzahlen vorhanden. Und wenn wir mehr brauchen, machen wir halt ein bisschen was. Da ist ja Platz. So. Und damit können wir jetzt ganz entspannt eine ganze Menge Andesit-Casings herstellen. Und diese Andesit-Casings können wir jetzt hier hin platzieren, wenn wir das wollen. Aber auch mit dem Exchange-Tool dann entsprechend austauschen. Dazu einmal den
Oh. Wait, what? Ah, okay, wir können... Wir können zwar den Cobblestone setzen, aber eben nicht die Dinge, die bereits aktiv irgendwas verstecken. Natürlich. Das ergibt wiederum Sinn. So. Und jetzt machen wir das Ganze mal ein bisschen schick. Na, Gott sei Dank. Das würde man setzen, ganz wichtig. Out of block? What? Na sowas. Offenbar sind die... Wir können es ja von unten... Warte mal. Das geht ja von unten bestimmt einfacher. Von unten haben wir das Problem, dass wir dann halt eben nicht den schönen Übergang haben. Zwischen den... Aua. Nicht den schönen Übergang haben zwischen den... An der Stelle hier. Das gefällt mir sogar, dass du jetzt diese Kante da hast. Und wenn der jetzt unten drunter... Vermute mal, wenn er unten drunter jetzt auch so ein... Dann sieht es nämlich so aus. Was schade ist. Dementsprechend... War das so. Na, das sieht doch schon mal viel besser aus alles hier. Ausgezeichnet. Also unter den Förderbändern ist es ein bisschen doof, aber das müssen wir eben so schnell machen, das geht ja. So, aber sorgt dafür das richtige Ambiente. So. Einmal dort, dort, dort. Out of block. Kein Problem. Da kommen wir ganz schnell wieder in Block. Ja, das ist ja, ne? Können wir noch versorgen? Okay. Den noch, den noch. Out of block. So schnell kann es gehen. Aber wie gesagt, kein Problem. Wir haben ja ein bisschen was an Material da, um das Out of block Problem recht schnell zu beheben. Und glaube, das war's, ne? Da wären noch ein, zwei. Nice. Okay. So, jetzt haben wir's. da fehlt noch eine Lampe.
Und jetzt können wir dann hier die letzten Löcher dann dran zu machen. Oh, Moment. Oh. Oh. Oh, lecker. Oh, lecker. Wow, das ist gut. Und geht es auch hier? Yep. Oh, das ist gut. Oh, das ist so gut. Oh, das ist so gut. Das Geschenk lassen wir ruhig da. Das darf ein bisschen was darf man ja sehen, ruhig von dem Geklöppel. Könnte man sogar jetzt da drunter das sogar so lassen, oder? Fliegende Bänder lassen wir auch, wie sie sind. Passt. Dann wäre ich fast dafür. Unten drunter auch. Ja, die machen wir auf jeden Fall zu hier. Das ist ganz klar. Da kann man nichts drauf machen, das ist okay. Ja, das lässt sich auch nicht einstellen, das ist aber auch in Ordnung. So, den hatte ich jetzt extra offen gelassen, aber den können wir wieder zumachen. Das schadet ja nicht. Ich brauche die Wrench. Ja, das sieht kacke aus. Ups. Ja, das lassen wir so, das passt. Aber den Rest machen wir dazu hier. Das ist schon ein bisschen hart lecker, oder? Oder? Das ist echt gut, ist das. Fällt mir mega gut. Absolut mega. Absolut super mega. Okay. Das war's soweit. Ja, ich glaube, soweit habe ich alles erwischt. Das kriegen wir nicht zugemacht, das ist aber okay. Da musst du sowieso die Kiste auch durch, würde es ja eh nicht passen. Lass kurz eine Runde schlafen gehen. Und was ich jetzt machen müsste wahrscheinlich, wäre unter den Dingern nochmal aufräumen. Hier drunter zum Beispiel. Und da einfach dann Cobblestone hinpacken zum Beispiel. Dass ich dann auch die wunderbare Abgrenzung habe. Man könnte es auch einfach offen lassen, aber ich glaube, Cobblestone ist einfach besser in dem Fall. Ja, sonst guckt man eventuell durch, oder? Warte mal. Gibt es da einen Unterschied? Nö, nicht wirklich. Nö, fällt nicht auf. Okay. Ja, dann darunter halt eben einfach die Dinger wegreißen.
Und dann so zumachen. Dass du halt auch überall dann die Kanten hast. Von dem Spaß. Aber das mache ich dann wahrscheinlich einfach offscreen. Das muss ich jetzt nicht jetzt hier im Video machen. Aber generell ist das auf jeden Fall eine coole Idee. You're going? Okay. Darunter auch nochmal freimachen. So. Okay. Da muss einer drunter. Sieht man, da guckt man da durch. Anyway. Der Set kann mal ganz kurz hier drauf. Okay. Die Farm wird auch fertig. Das hier wird fertig. Ich mache auch gerade noch ein bisschen Stahl fertig für unten den Fußboden hier. Denn ich möchte auch weiterhin von unten da rankommen, überall. Das ist ja weiterhin der Plan, dass ich unten diese Plattform habe, auf der ich dann entsprechend langlaufen kann, um die Sachen anzugehen. Und dann sind die Löcher sogar gut, weil ich dann von unten auch sehe, was wirklich abgeht. Das ist hier die Farm, ne? Ist da Sand drunter, oder? Der Stein. Ja, der wäre Sand drin. Das wäre Blödsinn in dem Fall also. Aber zum Beispiel bei der Farm hier kann ich zum Beispiel da direkt reingehen, ne? Genau, da ist ja nur Erde drunter. Alles klar. Oh. Da ist die andere Farm direkt. Achso, da habe ich jetzt die Dings noch da vorne. Die Verarbeitungsgedöns-Geschichte. Oh, die habe ich doppelt gelegt hier? Okay. Warum denn das? Okay. Also das werde ich dann mal machen noch. Unten noch mehr Stahlgerüste hinpacken. Sodass ich halt eben, upsala. Dass ich halt eben die... von unten überall rankomme. Noch wenn ich da irgendwo Kabel verlegen muss oder irgendwas. Das ist hier noch der Plan gewesen bisher immer. Und daran möchte ich auch dran festhalten. Beleuchtungstechnisch kann hier... Oh, hier kann Spawn entstehen. Das heißt, ich müsste auf jeden Fall hier dann die Lampe, die Ferriflammlampe machen. Oder halt eben dafür sorgen, dass die Beleuchtung entsprechend passt. Das ist dann nochmal wichtig. Aber das mache ich jetzt also so nebenbei noch tatsächlich. Das ist jetzt nicht unbedingt groß der Plan, sondern das machen wir jetzt nebenbei fertig. Und der nächste große Plan ist dann jetzt auf jeden Fall, dass wir uns um den Spaß kümmern. Dass wir uns jetzt wieder mal ein bisschen um Fortschritt kümmern, um entsprechend in unserer Basis fortzufahren. Das ist das Ziel. Das nächste große Ziel soll es sein, in der Basis Progress zu machen. Wir haben es jetzt schick gemacht, denke ich mal. Hatchet? Nee, Mattock. Der Mattock war es. Den brauchen wir. Ja, wir haben es noch ein bisschen schick gemacht jetzt. Jetzt sieht es auch ein bisschen nach was aus. Wir sind noch nicht ganz fertig, aber darum kümmern wir mich jetzt gleich noch offscreen. Und wir könnten jetzt anfangen damit, vernünftig in der Questreihe fortzufahren. Gibt es denn noch irgendwas, was ich hier holen wollen möchte? Das Gärtner-Data-Pack brauche ich nicht. Das ist Blödsinn.
One-Up brauche ich nicht. Blödsinn. Dann haben wir die Leaves. Okay. Ja, gut. Ja, okay. Nee, nicht wirklich. Die Bodycards, keine Ahnung. Das Armeesystem fällt sowieso noch aus. Ich meine, es würde schon gehen, aber ich komme halt eh nicht weit. Die Kisten brauche ich nicht. Fortress Locator brauche ich noch nicht. Painting, Race Cards, Fische. Wir könnten nochmal eine Ente adoptieren vielleicht. Warum auch immer man eine Ente haben will. Ein neues Bett und ein bisschen Futter. Ne, also hier ist nichts dabei, was wir wirklich noch brauchen könnten. Lifesave, was haben wir da noch? Da haben wir das, Wir können das Ale bei Gelegenheit mal machen, aber das ist auch gerade nicht so wichtig. Die Engineer's Toolbox. Oh, warte mal. Okay, warte mal. Das sollten wir mal machen. Die Toolbox, die machen wir uns gerade schon mal als Vorbereitung. Will ich was essen? Denn ich glaube, da sammelt sich dann das ganze Zeug an, was ich jetzt abbaue, ne? Dann habe ich das ganze Zeug immer bei mir mit umzufliegen. Das hätte ich vielleicht schon mal viel früher machen sollen. Das sind also dann einfach nur zwei Goldplatten. Da. Oh. Der war sogar noch an. Nee, war er nicht. So ist aus. Dann die Toolbox. Large Amount auf 8 verschiedene Item-Typen. Wenn picked up, returns inventory contents. Neville can hold toolbox. Okay. Heißt, er kann 8 verschiedene Item-Typen in sich tragen. Okay. Large amount of 8 verschiedenen Item-Typen. So return inventory contents when placed in range. Nearby players can hold the toolbox keybind to access. Oh, okay. Okay, es gibt ein Keybind, um darauf zuzugreifen. Controls. Create. Category. Left Alt. Oh. Okay. Wie groß ist die Reichweite? 16. Ah, 8 Blöcke, wa? Okay. Und es behält seinen Content. So, da hätten wir jetzt zum Beispiel die Undeased Casings. Die Shafts. Rust Casings. Rohre. Cogwheels. Belts. Oh. Das ist sogar noch mehr als Create-Sachen? Okay. Okay. Oh, das ist ja lecker. Oh, das ist ja lecker. Ich glaube, plötzlich, wenn ich das in der Hand habe und dann das so mache. Wo ist mein Schwert hin?
Ach, pack deine Basata. Okay, alles klar. Okay. 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 Ja, doch. Ich bin sehr begeistert von der Toolbox. Interessante Geschichte. Okay. Das macht das Bauen mit Crate dann auf jeden Fall nochmal deutlich einfacher. Wenn man gleich ein paar Zahnräder vorbereiten alles, dann hast du dann immer schön alles bei Hand. Das ist ordentlich. Und jetzt kann ich die abbauen. Und hab das Zeug in der Hand. So. Das ist echt hilfreich. Das ist echt, echt hilfreich. Ach, du hast sogar einen Return-Items-Button. Okay, du hast sogar einen Return-Items-Button hier. Das ist ja gut. Ich bin begeistert. Ich bin sehr, sehr, sehr begeistert. Cool. Das ist super gut. Super, super gut. Aber das soll es gewesen sein für diese Folge. Wir haben jetzt alles schick gemacht. Wir sind jetzt bereit, um entsprechend... Noch nicht ganz, aber 100, fast. Wir sind also bereit, jetzt... mal vernünftig zu arbeiten mit den verschiedensten Dingern. Ja, wird lustig. Das wird richtig gut, wird das. Und dann geht's nächste Folge dann weiter mit der Quest. Oh, ich so noch ein goldenes Ding zurück. Warten wir mal noch hier. Kanone, Hausbilder, den Range. Okay, nächste Folge. Nächste Folge. Nicht mehr jetzt. Ist zu lang. So. Das soll es für die Folge gewesen sein. Wenn es dir gefallen hat, gerne subscriben. Ansonsten nächste Rätsel hat V-Stick, da gibt es ein bisschen mehr von mir. In der nächsten Folge wieder bis dahin. Tschüss.